So, herzlich willkommen zurück zur Vorlesung gesetzliche Schuldverhältnisse. Wir befinden uns immer noch im Deliktsrecht und befinden uns da immer noch in den Haftungstatbeständen des BGB. Um eine Frage vorweg zu beantworten, es hat derzeit noch keine Abstimmung über die neuen Schwerpunktbereiche und die Übergangsregelung gegeben. Die Sitzungen des Fakultätsrates und des Professoriums finden erst heute Nachmittag statt, nämlich genau nach dieser Vorlesung, die Professoriumssitzung, und dann am späteren Nachmittag die Fakultätsratssitzung. Insofern weiß man noch nichts Näheres. Ich kann Sie aber schon beruhigen, es wird auf jeden Fall neue Schwerpunktbereiche geben müssen ab 1.4.2022. Die einzige Frage ist, wie die Übergangsregelung ausgestaltet wird, beziehungsweise ob die Uni Passau eine Übergangsregelung einführen wird. Dazu kann ich Ihnen aber noch nichts sagen. Das muss halt noch entschieden werden und deshalb ist das noch offen. Aber die Details zu den Schwerpunktbereichen erfahren Sie ja in der Infoveranstaltung bei Herrn Bayreuther. Insoweit verpassen Sie da nichts, ist also alles da. Ich habe auch ein Video zu meinem Schwerpunktbereich hochgeladen, also damit Sie wissen, was ich mache. Und es wird wahrscheinlich auch von den Kollegen entsprechende Videos geben, damit Sie ungefähr wissen, auf was Sie sich da einlassen und beurteilen können, ob das für Sie eine interessante Sache ist. Gut, wir haben aber hier nicht ganz so viel Zeit. Ich habe an Sie die Frage, ob Sie möglicherweise, ich will ja hier keine zu was zwingen, in der übernächsten Woche, also am 29. Juni, am Dienstag um 14 Uhr Zeit hätten für eine Zusatzvorlesung, damit wir noch einen Termin nachholen können. Das wäre der Slot, der normalerweise für diese Vorlesung eingeplant ist. Und da dürften Sie eigentlich keine anderen Termine haben. Wenn aber jetzt die Mehrheit von Ihnen sagt, da haben Sie keine Zeit, wäre das auch kein Problem, dann machen wir es halt anders. Können Sie kurz im Chat schreiben, ob das passt oder nicht. Wenn es nicht passt, ist es auch nicht schlimm. Wie gesagt, es wird ja eh aufgezeichnet, Sie verpassen also nichts. Ja, ich könnte jetzt eine Umfrage machen, wenn Ihnen eine Umfrage recht ist. Machen wir auch eine Umfrage. Und bitte sehr. Gut, aber da wollen wir uns nicht zu lange aufhalten. Machen wir weiter mit unserem eigentlichen Thema. Wir haben uns zuletzt beschäftigt mit Paragraphen 831 BGB und Paragraph 31 BGB. Ich habe Ihnen gezeigt, dass das eine üble Falle sein kann, denn
Wir hatten diesen Fall mit dem Filialleiter und für den Filialleiter gilt nicht Paragraph 831 BGB, sondern Paragraph 31. 31 ist quasi vorrangig, denn 31 setzt gerade voraus, dass derjenige selbstständig entscheiden kann und nicht weisungsgebunden ist, während 831 eine soziale Abhängigkeit und Bindung voraussetzt. Und dann haben wir festgestellt, dass der 831 eine Exkulpationsmöglichkeit vorsieht, während der 31 das nicht vorsieht und insofern der 831 strenger ist. Dann haben wir einen weiteren Fall. Wir haben den Studenten, der nebenberuflich beim Maler arbeitet und einen Eimer herunterstößt. Und da kann man sich überlegen, ob hier Verkehrssicherungspflichten verletzt worden sind. In jedem Fall ist in solchen Fällen aber immer die Aufsichtspflicht verletzt worden. Wenn Sie jemanden neu einstellen, müssen Sie den intensiver beaufsichtigen als jemanden, der schon über viele Jahre bewährt ist. 831 steht neben anderen Normen. Ein ganz großer Fehler in vielen Klausuren ist, dass übersehen wird, dass 831 BGB nicht ausschließt die Ansprüche gegen den Verrichtungsgehilfen aus 823.1. Das heißt, der Maler, der den Eimer runterstößt, haftet auch persönlich, denn er hat selber ein Rechtsgut verletzt. 831 ist keine Wegrechnung der Haftung, sondern es hat nur einen weiteren Schuldner geschaffen. Sie können dann also Geld vom Arbeitnehmer und von dessen Chef verlangen. Das heißt, Sie kriegen quasi doppelt. Oder Sie haben quasi zwei Schuldner. Natürlich kriegen Sie das Geld nur einmal, die sind ja Gesamtschuldner. Daneben kommt auch immer 823.1 gegen den Geschäftsherrn in Betracht wegen Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht. Wenn im Supermarkt also der Boden verunreinigt ist, hat im Zweifel derjenige, der den Supermarkt betreibt, seine Verkehrssicherungspflicht verletzt. Genauso wie wenn auf dem Parkplatz nicht gestreut ist. Das heißt, hier haben wir auch zwei verschiedene Anspruchsgrundlagen, die Sie in der Klausur auch nebeneinander prüfen müssten. 831 hat gegenüber 823 zwei große Vorteile. Bei 823 muss der Anspruchsteller beweisen, dass der Geschäftsherr vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. Das heißt, dass er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen hat. Da die meisten Geschädigten gar keinen Einblick haben, wie das Unternehmen organisiert ist, ist dieser Beweis sehr schwer zu führen. Demgegenüber bei 831 muss der Geschäftsherr beweisen, dass er ordentlich beaufsichtigt hat. Das heißt, da ist die Beweislast genau wie bei 280 umgekehrt. Und das ist natürlich für den Geschädigten sehr günstig. Der zweite Vorteil von 831 ist, dass er nicht wie 823.1 voraussetzt, dass ein absolutes geschütztes Recht verletzt ist. Das heißt, es muss nicht um Körper, Leben, Freiheit, Gesundheit, Eigentum oder ein sonstiges Recht gehen, sondern hier auch reiner Vermögensschutz bewirkt wird. Also, wenn Sie der Angestellte lügt, belügt oder betrügt, dann ist das eben auch hier erfasst. 831 ist also besser als der 823 für den Geschädigten, aber gut ist er trotzdem nicht. Und deshalb hat die Rechtsprechung drei Wege entwickelt, um da wieder rauszukommen. Und der erste Weg ist der Weg, dass man über CIC geht. Sie erinnern sich, wir haben darüber gesprochen, 311 Absatz 2, insbesondere Nummer 2, in Verbindung mit 280.1 greift auch in diesen Supermarktfällen, dass jemand auf Bananenschalen oder Salatblättern ausrutscht oder von der Linoleumrolle erschlagen wird. Die Rechtsprechung hat diese Regelungen oder hat diese CIC-Regeln ursprünglich auch entwickelt, um genau diese Fälle zu lösen, weil man nicht wusste, welcher Angestellte es war, beziehungsweise weil der Betreiber des Ladens nachweisen konnte, dass man zuverlässige Angestellten gehabt hat, die seit Jahren da sind und noch nie einen Fehler gemacht haben und damit aus der Haftung rauskamen.
Das führte praktisch dazu, dass der Angestellte auf dem Schaden sitzen blieb und damit alleine haftete. Im Zweifel, wenn es wirklich schwere Verletzungen waren, das gar nicht bezahlen konnte und der reiche Chef sich die Hände reiben konnte und gesagt hat, haha, gut, dass ich es alles so gut delegiert habe. Mit der CEC haftet in jedem Fall auch der Chef und damit kriegt der Geschädigte sein Geld und wir können dann über die Grundsätze des innerbetrieblichen Schadensausgleichs auch den Arbeitnehmer schützen. Der zweite Ausweg ist die erweiterte Anwendung von 31 BGB. 31 BGB erfasst dem Wortlaut nach eigentlich nur den Vereinsvorstand oder besonders bestellte Vertreter. Wir wenden die Norm aber A nicht nur auf Vereine an, sondern auf alle Gesellschaften, das heißt auf die OHG, auf die KG, auf Aktiengesellschaften, GmbHs. Und wir wenden sie nicht nur auf deren Vorstände an, sondern auf alle Organe, die oder alle Personen, die eine entscheidende Position haben. Das heißt zum Beispiel im Krankenhaus auch auf den Chefarzt, weil der selbstständig, eigenständig entscheiden darf und damit einem Organ, einem Vorstand gleichsteht. Wir haben das auch bei unserem Filialleiter gesehen. Auch der fällt unter 31 BGB. Und diese erweiterte Auslegung hat den großen Vorteil, dass 31 BGB keine Exkulpation vorsieht und man daher auch wieder für jedes Fehlverhalten der entsprechenden Personen haftet. Und der dritte Ausweg liegt darin, dass man eine Haftung wegen Organisationsverschulden geschaffen hat. Das betrifft die Fälle, wo man versehentlich oder absichtlich gar kein Organ bestellt hat. Das heißt, wo es praktisch eine Lücke gibt. Ich kann Ihnen dazu einen Fall aus meinem Examen erzählen. Da ging es um einen Fall von Schwangerschaftsabbruch. Und zwar folgende Konstellation. Die 52-jährige F möchte gerne oder ist gerade schwanger geworden und möchte gerne festgestellt haben, ob ihr Kind möglicherweise behindert ist. Und dazu geht sie zu ihrem Frauenarzt, der sie daraufhin an ein Krankenhaus überweist, wo eine Fruchtwasseruntersuchung durchgeführt werden soll. Und dazu geht sie ins Krankenhaus und die Untersuchung wird auch durchgeführt und dann wartet sie. Und es kommt keinerlei Nachricht. Dann fragt sie mal ihren Frauenarzt. Der Frauenarzt sagt, wenn was ist, würde das Krankenhaus sich schon melden. Dann 8,5 Monate später kommt das Kind zur Welt und es ist schwerst behindert, lebenslang pflegebedürftig und kostet jeden Monat 10.000 Euro für die Versorgung. Und die Frau sagt, hätte ich gewusst, dass das Kind behindert ist, hätte ich es abgetrieben. Und herausgekommen ist dann, dass die Ursache dafür war, dass das Krankenhaus das durchaus wusste, aber in der Postabteilung des Krankenhauses wegen Urlaub und Krankheit von Mitarbeitern einfach nicht genug Personal da war, sodass die Berichte nicht an die Ärzte geschickt werden konnten. Und da war der Vorwurf an das Krankenhaus, dass man bei vernünftiger Organisation immer genug Personal in der Poststelle braucht. Das heißt, es darf nicht die Konstellation auftreten, dass Befunde nicht verschickt werden, nur weil kein Mensch die Briefe stempeln will. Und das ist ein Fall von Organisationsverschulden. Man wirft hier nicht konkret der einzelnen Frau, die noch da war, vor, dass sie nicht schnell genug gearbeitet hat oder den anderen, dass sie in Urlaub gefahren sind oder krank geworden sind, sondern man wirft dem Krankenhaus insgesamt vor, dass sie nicht genug Leute in der Poststelle beschäftigen. Und das nennt man Organisationsverschulden. Wenn ich an einer Stelle, wo eigentlich jemand sein sollte, niemanden beschäftige, hafte ich dann auf Schadensersatz. Hier kommt die Frage, besteht für die CIC nicht dieselbe Exkulpationsmöglichkeit wie für 831? Gucken wir nochmal ins Gesetz und prüfen, was brauchen wir für einen Anspruch aus 281 in Verbindung mit 311.2 Nummer 1. Wir brauchen ein Schuldverhältnis. Das haben wir über 311.2 Nummer 2 bereits dann, wenn ein Vertrag angebahnt wird, wenn ich also den Supermarkt betrete. Zweitens brauche ich immer eine Pflichtverletzung.
die habe ich nach 241 Absatz 2, wenn nicht hinreichende Rücksicht auf meinen Körper, meine Gesundheit genommen wird. Das heißt, in dem Moment, wo ich verletzt worden bin, beruht das im Zweifel auf fehlender Rücksichtnahme. Und dann kommen wir zur dritten Voraussetzung, dem vertreten müssen. Und dafür haben wir 278 Satz 1. Und der sagt, der Schuldner, das heißt hier unser Supermarkt, hat das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen, das heißt der Angestellten, zu vertreten wie eigenes Verschulden. Das kann man also auch so formulieren: Alles, was sich die Angestellten denken und alles, was die Angestellten machen, wird so behandelt, als hätte es der Chef selber gemacht. Und dann gibt es auch keine Exkulpation. Wenn der Angestellte fahrlässig gehandelt hat, haftet der Chef. Wenn der Angestellte vorsätzlich gehandelt hat, haftet der Chef, egal ob der Chef den gründlich beaufsichtigt hat, ob der Chef dem vertrauen durfte, ob der Chef selber alles getan hat, was er tun konnte, oder der Chef gar nichts wusste. Der Chef, was der sich vorgestellt hat und getan hat, spielt bei 278 keine Rolle. 278 tut so, als ob alles, was im Kopf des Angestellten passierte, beim Chef drin war. Das heißt, 278 rechnet das Verschulden zu und demnach gibt es auch keine Exkulpation. Bei 831 kann der Chef sagen, mein Mitarbeiter mag Mist gebaut haben, aber mir kann man keinen Vorwurf machen, weil ich habe den doch super beaufsichtigt. Das war ein total zuverlässiger Typ. Der hat seit 20 Jahren nie einen Fehler gemacht. Von mir kann man nicht mehr verlangen. Ich habe mein Bestes getan. Das heißt, 831 stellt darauf ab, was hätte der Chef tun können. Während 278 stellt darauf ab, was hat der Angestellte falsch gemacht. Klar der Unterschied? CIC, keine Exkulpation, weil es nur darauf ankommt, was der Angestellte falsch gemacht hat. 831, Exkulpation, weil es nur darauf ankommt, dass der Chef nicht richtig aufgepasst hat. Die Haftung nach CIC ist deutlich strenger am Ende. In der Tat, das ist auch der Sinn dahinter. Das heißt, der Chef kann sich nicht mehr rausreden. Selbst der gründlichste und ordentlichste Chef, wenn der auch nur einen Mitarbeiter hat, der Mist baut, haftet er. Und er haftet sogar für vorsätzliches Fehlverhalten des Angestellten. Das heißt, wenn der Mitarbeiter im Supermarkt die Kunden anspuckt oder den Beinchen stellt, haftet der Chef dafür. Deshalb sagt 278 Satz 2, kann ich vertraglich die Haftung für vorsätzliches Handeln der Erfüllungsgehilfen ausschließen. Wenn ich aber keine Vereinbarung getroffen habe, hafte ich auch für vorsätzliche Schädigung der Kunden durch Erfüllungsgehilfen. Auch bei Ausweg 3 gibt es keine Exkulpation. Der einzige Weg ist, dass Sie nachweisen, dass Sie quasi das Unternehmen optimal organisiert haben oder dass Sie nicht fahrlässig gehandelt haben. Das heißt, dass eine andere Organisation mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden wäre. Gerade bei Krankenhäusern sagt man aber, da geht es um Leben und Tod und da ist sozusagen kein Preis zu hoch. Die Regelung des 278 Satz 2 gilt nicht für Vorstände, zumindest wenn Sie der Meinung folgen, dass 278 für die Vorstände gar keine Anwendung findet, sondern für die Vorstände auf 31 BGB zurückgegriffen wird. Wenn Sie dagegen 278 auch für den Vorstand anwenden, könnte man auch da vertraglich die Haftung für Vorsatz ausschließen. Man kann in der Tat sagen, 278 rechnet das Verschulden der Mitarbeiter zu, genauso wie 31, während 831 auf das eigene Verschulden des Chefs bezüglich der Auswahl und Überwachung abstellt. Das heißt, im einen Fall geht es um eigenes Verschulden. Du hast einen unfähigen Menschen ausgesucht oder hast selber nicht genug aufgepasst. Im anderen Fall geht es nur um das fremde Verschulden. Deine Mitarbeiter haben Mist gebaut. Wenn ein Fall von 831 vorliegt, kann der Geschädigte klagen gegen den Geschäftsherrn, das heißt gegen denjenigen, der den angestellt hat, aber auch gegen den Angestellten. Und das tut man in der Praxis auch oft.
Sagen wir mal, Sie werden von einem Lkw-Fahrer angefahren auf der Autobahn. Das heißt, Ihr Auto kriegt irgendwelche Blötschen und im Zweifel sind Sie schwer verletzt. Dann verklagen Sie gegen die Spedition und den Fahrer und haben dann zwei Schuldner. Die haften als Gesamtschuldner, wenn Sie sich an den Grundkurs erinnern, gilt dann nach 421, können Sie von jedem der beiden den vollen Betrag fordern und die können sich dann im Innenverhältnis streiten, wer welche Quote trägt. Das ist also für Sie gut. In der Tat, Sie dürfen und müssten in einer Klausur, wo die Frage heißt, welche Ansprüche hat A, sowohl 280.1 prüfen und in diesem Rahmen 278, als auch 831. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der Angestellte hier nicht im Rahmen eines Schuldverhältnisses tätig wurde und damit 281 ausscheidet, aber dann bleibt immer noch 831. Es kann aber auch sein, dass Sie sowohl nach 831 als auch nach 281 haften. Das schließt sich nicht aus. Sie können also mehrere Anspruchsgrundlagen parallel geltend machen. 831 ist eine eigene Anspruchsgrundlage. Das sehen Sie daran, wenn Sie den Wortlaut sich angucken. Wir haben schon darüber gesprochen. 831 formuliert: Wer einen anderen Verpflichtung stellt, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Das ist eine eigene Anspruchsgrundlage. Und Sie kommen damit zu einem Anspruch Ja oder Nein. Sie müssten aber immer parallel zu 831 auch die anderen Anspruchsgrundlagen prüfen. Sie haben also nicht nur 831, sondern Sie haben auch 281, 823 und so weiter, wenn die Fallfrage das von Ihnen verlangt. Sie sehen zum Beispiel hier, in unserem ersten Fall war die Frage Anspruch aus 281.1 oder aus 823.1. oder aus 831. Sie sehen das, das sind drei Anspruchsgrundlagen. 1, 2, 3. Und dann müssten Sie alle drei prüfen. Sie können im besten Fall alle drei bejahen. Sie können im schlimmsten Fall alle drei verneinen. Es kann aber auch sein, dass eine bejaht wird und die beiden anderen nicht. Es ist also alles denkbar. Wenn die Klausur allerdings nur heißt, hat O gegen die AAG einen Anspruch aus 831.1.1, dann prüfen Sie auch nur 831.1.1 und die anderen Anspruchsgrundlagen nicht. Das ist ein bisschen wie im Strafrecht. Wenn die Frage heißt, hat sich A wegen Totschlags strafbar gemacht, dann prüfen Sie eben auch nur den Totschlag. Wenn die Frage dagegen heißt, wie haben die Beteiligten sich strafbar gemacht, dann müssten Sie im Extremfall auch prüfen, ob er auch die, weiß ich nicht, den Mantel beschädigt hat, wenn er mit dem Messer durchgestochen hat, das heißt eine Sachbeschädigung am Mantel, oder ob er auch eine Freiheitsberaubung gemacht hat, wenn er ihn beim Erwürgen festgehalten hat. Das heißt, das würde genauso hier sein. Sie können mehrere Anspruchsgrundlagen haben und die stehen dann unabhängig voneinander und Sie müssen die Voraussetzungen jeder Anspruchsgrundlage prüfen. In der Klausur, wenn nach der Rechtslage gefragt würde, müssten Sie alle denkbaren Anspruchsgrundlagen prüfen. Und das kann gerade in solchen Klausuren sehr, sehr zeitaufwendig werden. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Verkehrsunfall, also unseren Lkw-Fahrer, der einen Fußgänger anfährt oder ein Auto überfährt. In diesen Fällen müssten Sie dann prüfen 831, 823, 7 StVG, 18 StVG. Und Sie können sich praktisch vorstellen, wenn Sie nur 90 Minuten oder 120 Minuten Zeit haben, dann kann da nicht viel bei rumkommen. Deshalb in der Klausur zu dieser Vorlesung stehen die Anspruchsgrundlagen in der Frage drin, damit Sie nicht auf die Idee kommen, irgendwie verrückte Sachen zu prüfen und damit das auch zeitlich machbar ist. Im Examen heißt es oft, wie ist die Rechtslage? Und dann müssen Sie in der Tat alle Anspruchsgrundlagen prüfen, die überhaupt vorstellbar sind. Sie können sich aber vorstellen, da haben Sie auch dann 5 Stunden. Die Klausur geht 90 Minuten. Allerdings haben Sie natürlich wieder die Abgabeverlängerung, weil sie elektronisch geschrieben wird.
Gut. Dann kam hier noch die Frage, wofür brauchen wir denn die Auswege? Ganz einfach, die Auswege brauchen wir dann, wenn wir das Gefühl haben, das kann doch nicht sein, dass der jetzt davonkommt. In unserem Supermarktfall zum Beispiel würde der arme Putzmann des Supermarktes haften. Der hat aber gar nicht genug Geld, um ihm den Verdienstausfall, die Krankenhauskosten und Schmerzensgeld zu bezahlen. Und der Supermarktbetreiber würde sich die Hände reiben. Genauso, wenn Sie zum Beispiel sich vorstellen, in unserem Krankenhausfall würde möglicherweise niemand haften, weil es ja gar keinen gab, der die Briefe verschicken konnte. Das heißt, Sie würden als arme Frau Ihr behindertes Kind selber finanzieren müssen und möglicherweise dadurch in den Ruin getrieben. Und genau um diese Lücken zu schließen, hat man versucht, andere Regelungen weiter auszudehnen, um eben dann die Leute doch noch in die Haftung zu kriegen, nämlich die reichen Unternehmen, wo mehr Geld ist als bei den kleinen Angestellten. Und dazu ist eben, wie gesagt, der erste Weg die CIC. Der zweite Weg ist die weite Auslegung von 31, die nicht nur die Organe umfasst, sondern alle Leute, die in einer selbstbestimmten Tätigkeit sind. Und zum dritten die Begründung von Organisationspflichten, das heißt für das Fehlen von Leuten in entsprechender Stellen. Das ist keine normative Korrektur, sondern es ist quasi eine Art erweiterte Auslegung von anderen Normen, um ein vermeintliches Defizit des Gesetzgebers zu korrigieren, weil man sagt, der Gesetzgeber hat durch den 831.1.2 das Ganze zu sehr beschränkt und der 278 gilt halt nur in Schuldverhältnissen. Das heißt, es gibt eine Lücke, wenn Sie die Straße lang gehen und Ihnen fällt ein Stein auf den Kopf, den irgendwie ein Dachdecker fallen gelassen hat, weil dann haftet zwar der Dachdecker, den Stein fallen gelassen hat, aber nicht dessen Chef, soweit er das nicht ständig macht und bisher immer zuverlässig gearbeitet hat. Und da ein armer Dachdecker nicht so viel verdient, dass er Ihnen als Starjuristen Ihr Gehalt ersetzen kann, können Sie sich praktisch vorstellen, dass die Leute das ungerecht finden. Und deshalb hat man in der Rechtsprechung andere Normen weiter ausgelegt, um dann den 831 sozusagen zu korrigieren und dann da eben auch andere Fälle zu erfassen. Gut, wir haben schon über den Begriff des Verrichtungsgehilfen kurz gesprochen. Verrichtungsgehilfen sind alle Personen, denen eine Tätigkeit übertragen wurde. Diese Tätigkeit muss nicht notwendig ein Rechtsgeschäft sein. Das heißt, es sind nicht notwendig Vertreter oder Boten, sondern es können auch reine Realakte sein. Ich habe Ihnen schon gesagt, der Gärtner, der Anstreicher, der Maurer, der Dachdecker, das sind alles Verrichtungsgehilfen, wenn Sie das als Angestellte machen. Machen Sie das als selbstständige Unternehmen, sind Sie dagegen grundsätzlich nicht Verrichtungsgehilfen, sondern Sie sind dann eben selbstständig. Es ist auch irrelevant, wie kompliziert die Tätigkeit ist. Das heißt, Sie können auch komplizierte Tätigkeiten als Verrichtungsgehilfe ausüben. Und es muss auch nicht dauerhaft sein, es muss auch niemand Arbeitnehmer sein. Es kann auch ein konkreter Werkvertrag sein. Das Entscheidende ist die Weisungsgebundenheit. Die ist bei 278 nicht erforderlich, aber auch unschädlich. Sie wissen alle, Erfüllungsgehilfe im Sinne von 278 Satz 1 können auch Verwandte, Freunde oder andere Personen sein, die Ihnen bei Ihren Pflichten helfen. Demgegenüber kann Verrichtungsgehilfe im Sinne von 831 nur jemand sein, der weisungsgebunden tätig wird. Und es besteht dabei die Möglichkeit zur jederzeitigen Beschränkung, Untersagung und Änderung von Zeit und Umfang, wenn ich auch nur eine dieser Sachen selbstständig bestimmen kann oder die Weisungen sozusagen erstmal eine Übergangsfrist haben, eine Kündigungsfrist oder ähnliches, dann ist derjenige frei und kann selbstständig tätig werden. Das heißt zum Beispiel, der Handwerker, der selber entscheiden kann, wann er anfängt, der ist kein Verrichtungsgehilfe.
Während der Arbeitnehmer, der jeden Morgen pünktlich um 8 im Büro stehen muss, ist Verrichtungsgehilfe, genauso wie auch derjenige, der, weiß ich nicht, Gleitzeit hat und da im begrenzten Rahmen bestimmen kann, weil der Chef dann immer noch sagen kann, und heute kommst du mal später oder früher. Diese Weisungen sind immer noch möglich. Die Alternative ist die feste Eingliederung in eine Organisation. Das heißt, dass man so als Zahnrad in einem System ist, dass man selber nur ganz eingeschränkt tätig werden kann. Das heißt, in dem Moment, wo ich selber konkrete Gestaltungen vornehmen kann, bin ich wieder als Verrichtungsgehilfe raus. Am ehesten erkennt man den Unterschied, wenn man die Abgrenzung sieht, denn die Abgrenzung lautet selbstständige Unternehmer. Das heißt, jeder, der selbstständig tätig ist im Sinne von 14.1 BGB, ist nicht mehr Verrichtungsgehilfe. Das ist so die wesentliche Unterscheidung. Der Verrichtungsgehilfe handelt, wie gesagt, für den Geschäftsherrn. Erforderlich ist ein innerer Zusammenhang zwischen seiner Tätigkeit und der Schadenszufügung. Das kennen Sie auch bei 278. Es geht nicht nur um Tätigkeiten, die bei Gelegenheit erfolgen, sondern um Tätigkeiten, die gerade im Zusammenhang mit der übertragenen Aufgabe liegen. Der Referenzfall ist dazu der Fall, dass jemand zum Anstreichen eine Wohnung geschickt wird und dann schnell die Schubladen durchsucht und den Schmuck oder die Smartphones oder was auch immer da versteckt ist, mitnimmt. Wenn der das macht, ist das nicht ein Handeln im Ausführen der Verrichtung, weil da kein besonderer Zusammenhang mit der Tätigkeit als Anstreicher besteht. Demgegenüber, wenn ein Lkw-Fahrer einen Unfall baut während der Fahrt, tut er natürlich auch nicht das, was der Chef ihm gesagt hat, aber er fährt halt und zum Fahren gehört die Gefahr dazu, dass Unfälle gebaut werden. Genauso wie wenn jemand, der im Casino eingestellt ist als Croupier, also der quasi die Zahlung entgegennimmt, das in die eigene Tasche wirtschaftet, denn er ist gerade dazu eingestellt, die Sachen zu beaufsichtigen und das Geld dem Chef zurückgeben, oder der Bankangestellte, der eben statt das Geld den Kunden zu geben, immer mal einen Schein in sein eigenes Portemonnaie tut, oder der Wachmann im Museum, der die Kunstgegenstände selber mitnimmt. In all diesen Fällen besteht ein innerer Zusammenhang zwischen dem Schaden und der konkreten Tätigkeit. Das heißt, das reicht und in dem Moment handelt man in Ausführung der Verrichtung. Wenn also der Maler den Eimer umstößt, ist das in Ausführung der Verrichtung. Wenn der Maler die Freundin des Kunden anmacht oder den Schmuck stiehlt oder dem Kunden Prügel androht oder ihn sogar selber verprügelt, dann ist das nicht mehr in Ausführung der Verrichtung, sondern nur bei Gelegenheit und reicht nicht für 831, aber ebenso wenig für 278. Das heißt, dann ist man raus. Dann kommen wir zur Exkulpation. Die habe ich ja eben schon angedeutet. Die Exkulpation setzt voraus, dass ich entweder bei Auswahl oder bei Überwachung was falsch gemacht habe, also alles richtig gemacht habe. Wie kann das funktionieren? Nun, zunächst mal müssen Sie fragen, wie viel kann man bei Auswahl und Überwachung erwarten? Und dazu wird nicht abgestellt auf den Moment, wo der Mensch eingestellt worden ist. Hätte ich damals erkennen können, dass das ein Idiot ist, sondern es wird abgestellt auf den Moment, in dem der Schaden zugefügt wird. Das heißt, alle Erfahrungen, die ich bisher mit diesem Menschen gemacht habe, werden berücksichtigt und es wird geguckt, hat der während seiner Tätigkeit für mich oder im Vorfeld, weil ich es weiß, schon mal jemanden geschädigt. Und es gilt dabei ein Vertrauensgrundsatz dergestalt, dass man sagt, je länger jemand schadensfrei tätig ist, desto weniger muss ich ihn überwachen. Je neuer jemand ist, desto weniger darf ich ihm vertrauen. Das heißt, jemand, der gerade erst angefangen hat, da muss ich erstmal gucken, ob der sich bewährt, ob der zuverlässig ist.
Sie kennen das auch aus dem Arbeitsrecht vielleicht. Das sind diese Probezeiten, dass man sagt, ein halbes Jahr lang möchte ich ihn gefahrlos wieder loswerden können. Und in diesem halben Jahr müssen Sie ihn aber auch zugunsten Dritter ordentlich beaufsichtigen. Selbst bei den zuverlässigsten Mitarbeitern wird aber verlangt, dass Sie die regelmäßig schulen und gegebenenfalls auch Leistungskontrollen durchführen und zudem Stichproben abnehmen. Das heißt, dass Sie regelmäßig gucken, oh, hat er hier gut gearbeitet, hat er da jemand geschädigt und so weiter. Der Sorgfaltsmaßstab ist ebenfalls dynamisch. Je gefährlicher es wird, desto mehr müssen Sie aufpassen. Wenn Sie also jemanden haben, der, sagen wir mal, an Hochspannungsleitungen, an Gasleitungen arbeitet, wo Explosionen entstehen können oder hohe Personenschäden, müssen Sie den intensiv beaufsichtigen. Wenn dagegen die Gefahr von Schäden sehr gering ist, etwa weil jemand wirklich nur anstreicht, dann kann die Aufsicht auch was dünner ausfallen. Je trivialer die Tätigkeit ist und je erfahrener der Gehilfe ist, desto weniger müssen Sie aufpassen. Ein Mensch, der quasi schon seit 20 Jahren als Maler tätig ist, muss nicht genauso beaufsichtigt werden wie jemand, der gerade erst als Azubi anfängt. Das heißt, der Maßstab hängt ganz konkret davon ab, wie gut sind die Leute etabliert. Hier kam noch die praktisch hochrelevante Frage, was ist denn bei Diebesbanden? Sind die dann in Ausführung der Verrichtung? Nun, bei Diebesbanden brauchen wir normalerweise keine Zurechnung nach 831, denn die Diebesbande, da haben Sie schon im Zweifel eine Mittäterschaft, dann sind Sie bei 830. Das kennen Sie aus dem Strafrecht mit gemeinsamen Tatplan. Und wenn Sie mal kurz reingucken in Paragraph 830 BGB, dann haften nach 830 im Grunde alle Mittäter gesamtschuldnerisch. Das heißt, das ist kein Fall der Weisungsabhängigkeit, sondern des gemeinsamen Tatplans. Das ist genau wie im Strafrecht, da würde ich auch keine mittelbare Täterschaft bei der Diebesbande annehmen, sondern bei der Diebesbande liegt üblicherweise Mittäterschaft oder im einfachsten Fall Beihilfe und Anstiftung vor. Wenn der Kassierer Geld aus der Kasse nimmt, ist dies auch bei Verrichtung, Ausführung der Verrichtung, denn der Kassierer ist ja gerade dafür angestellt, das Geld im Fremdinteresse entgegenzunehmen. Also das passt dann gut. Gut. Dann haben wir diese Frage geklärt. Also merken Sie sich, die Auswahl ist nicht nur bei der Einstellung, sondern es ist eine ständige Auswahl. Wen schicken Sie zur Baustelle und wie überwachen Sie Leute? Je länger Leute angestellt sind, desto geringer die Aufsicht. Aber trotzdem brauchen Sie weiter Stichproben, regelmäßige Schulungen und gegebenenfalls Leistungskontrolle. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was viele Leute stark verwirrt und ich versuche Ihnen das so verständlich und einfach wie möglich zu erklären. Und zwar der sogenannte dezentralisierte Entlastungsbeweis. Das klingt schon kompliziert und das basiert auf folgender Überlegung. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Großunternehmen, sagen wir mal VW oder Daimler. Und das Problem bei diesem Großunternehmen ist, dass sie natürlich nicht nur eine Ebene haben, quasi den Chef und direkt darunter ist dann derjenige, der die Tätigkeit ausführt, der Schrauber am Fließband oder der Mensch, der die Hotline betreut, sondern sie haben da ganz viele kleine Ebenen. Sie haben also eine Hierarchie. Um Ihnen das grafisch darzustellen, male ich jetzt mal kurz auf die Folie. Das sieht ja wahrscheinlich aus wie bei Herrn Assold, aber naja. Also stellen Sie sich das so vor. Sie haben hier das Unternehmen und da kommt die erste Ebene und dann kommt die letzte Ebene. Also oben ist der Chef und hier unten kommt dann
eben alles, was sie so haben. Da haben wir hier. Und das praktische Problem ist, den Schaden richtet normalerweise nicht der Chef persönlich an, sondern den Schaden richten die Leute hier auf den unteren Ebenen an. Das heißt, sie haben das Problem, der Chef kann nicht jeden einzelnen Mitarbeiter beaufsichtigen, sondern man hat dann Abteilungsleiter, man hat dann Unterabteilungsleiter, man hat dann Vorarbeiter und immer so weiter. Und wie kann der Chef sich da jetzt noch retten? Und die Rechtsprechung hat früher in der guten alten Zeit gesagt, da gilt ein dezentralisierter Entlastungsbeweis. Dezentralisiert insoweit, als jeder nur für die Ebene unter ihm verantwortlich ist. Das heißt zum Beispiel hier, unser Chef muss nur noch beaufsichtigen den Linken. Alles, was hier unten ist, muss er nicht mehr beaufsichtigen, weil da kann er darauf vertrauen, dass das in dieser Ebene beaufsichtigt wird. Das heißt, anders ausgedrückt, jeder ist nur für die Ebene direkt unter ihm verantwortlich und nicht für die Ebenen, die da weiterkommen. Wenn Sie ein ganz großes Unternehmen vorstellen, können Sie sich vorstellen, diese Strukturen gehen dann ewig weiter und das beschränkt den 831 natürlich praktisch enorm, wenn Sie sagen, ich bin nur für die eine Folgeebene verantwortlich. Deshalb sagt die Rechtsprechung heute, wäre diese Handhabung unzumutbar, denn sie würde gerade Großunternehmen bevorzugen. Je mehr Zwischenebenen ich einziehen kann, desto sicherer werde ich. Das heißt, VW würde für nichts mehr haften, was auf unteren Ebenen passiert. Und dieses Ergebnis sei mit dem Ziel des Schutzes des Geschädigten nicht vereinbar, denn der hätte dann immer nur die Chance, sich an den Fließbandarbeiter zu halten. Wenn das so wäre, wäre sozusagen hier alles zu Lasten des Opfers. Wenn Sie also heute das Ganze diskutieren, müssen Sie ansprechen den sogenannten dezentralisierten Entlastungsbeweis. Es genügt also, es könnte genügen, die Überwachung durch Zwischenpersonen. Soweit ich also meine Zwischenpersonen, hier unsere Abteilungsleiter, die Quadrate, richtig ausgewählt überwacht habe, wäre ich aus der Haftung raus. Das war früher herrschende Meinung. Heute sagt man, es gibt eine Vermutung, dass in dem Moment, wo ein Gehilfe Mist bauen kann, ich das Ganze schlecht organisiert habe und ich muss dann nachweisen, dass ich alle Gehilfen so ausgewählt habe, dass sie das vermeiden konnten. Das gibt also praktisch keinen Weg aus der Haftung raus. Großunternehmen haften damit heute gerade strenger als Kleinunternehmen. Sie können sich nicht dadurch rausreden, dass sie zu groß sind. Dann wird ihnen gesagt, dann müssen sie sich so organisieren, dass ihre Größe keine Rolle mehr spielt. Also sie sind verpflichtet, dass sie heute ihr Unternehmen persönlich oder zumindest effizient überwachen. Wenn es trotzdem schief geht, wird ihnen vorgeworfen, dass es offenbar schlecht organisiert war. Also, das da oben gilt nicht mehr. Das war früher die herrschende Meinung. Es gibt den dezentralisierten Entlastungsbeweis heute immer noch für Unternehmen, die kleiner sind. Allerdings ist die Frage, welche das noch sein können. Denn sobald sie eine Zwischenebene einziehen, wird es ja schon größer. Angewandt wird er zum Beispiel bei Bauunternehmen, auch bei kleinen, die dann irgendwie einen Vormann auf der Baustelle haben. Und dann sagt man, das reicht. Bei Großunternehmen wird dagegen immer Organisationsverschulden angenommen und gesagt, ich muss mein Unternehmen so organisieren, dass es eben gar nicht erst zu Schäden kommt. Ja, in der Tat, die Anforderung, dass das Handeln bei Gelegenheit nicht reicht, gilt sowohl in 278 als auch in 831. Das war also sozusagen auch eine Wiederholung zu 278. Sie müssen aber in beiden Fällen das prüfen.
Wenn Sie den 831.1.2 komplett lesen, stellen Sie fest, es gibt außer der Auswahl und Überwachung noch eine zweite denkbare Konstellation, nämlich die Widerlegung der Ursächlichkeit. Sie können darlegen, dass selbst dann, wenn Sie einen Gehilfen sorgfältig ausgewählt und sorgfältig überwacht hätten, auch dieser sorgfältig ausgewählte und überwachte Gehilfe zum gleichen Schaden geführt hätte. Das ist also einer der Fälle, wo hypothetische Kausalität relevant ist. Sie müssen also einen Kausalverlauf darlegen, der beweist, auch der richtig ausgewählte würde den gleichen Schaden verursachen. Das Ganze gilt auch, wenn Sie sagen können, wenn der Gehilfe ordnungsgemäß überwacht wurde, dann haften Sie nicht. Wenn also Sie nachweisen können, dass jemand anderes als Sie den richtig überwacht hat, haben Sie den Kausalitätsbeweis genauso widerlegt. Das betrifft unsere Fälle, die wir da eben gesehen haben. Das heißt, Sie haben jemanden eingesetzt und Sie können nachweisen, dass dieser Mensch ordnungsgemäß beaufsichtigt hat. Wenn also in unserem Fall hier der oben stehende Kreismensch nachweisen kann, dass der Mensch, der das orange Dreieck ist, seinerseits ordnungsgemäß überwacht hat, dann haftet der Mensch oben, also der orange Kreis, nicht für den blauen Kreis. Sie können also in der Tat die Beaufsichtigung delegieren. Allerdings ist dann die Voraussetzung, dass der Mensch, auf den Sie delegiert haben, die Aufsicht ordnungsgemäß vorgelegen hat. Für den Satz 2 erste Variante muss ordnungsgemäß ausgewählt und ordnungsgemäß überwacht worden sein. Das heißt kumulativ, wenn Sie einfach nur ordnungsgemäß ausgewählt haben, aber nicht überwacht, haften Sie. Wenn Sie jemanden Unzuverlässiges ausgewählt haben und den dafür besonders gründlich überwachen, haften Sie trotzdem, wenn es zum Schaden kommt. Es muss also ordnungsgemäß ausgewählt und ordnungsgemäß überwacht sein. In der zweiten Variante wird ebenfalls geguckt, was hypothetisch passiert wäre, wenn Sie ordnungsgemäß überwacht hätten und ordnungsgemäß ausgewählt hätten. Und wenn dann der Schaden ebenso eingetreten wäre, sind Sie raus. Heißt das, dass der oberste Chef das Verschulden aller Unternehmen wiederhaftet? Natürlich nicht der Chef persönlich, sondern es haftet das Unternehmen. Das heißt, hier oben steht nicht der Chef, sondern hier oben steht die VW AG zum Beispiel. Das heißt, da oben steht ein Unternehmen. Da steht jetzt nicht Herr Müller, sondern da steht das Unternehmen. Und die Frage ist, was wir dem Unternehmen als Geschäftsherr zurechnen. Warum steht das Unternehmen? Ganz einfach, Sie arbeiten ja nicht für den Vorstand persönlich, sondern Sie arbeiten in der Praxis immer für die Daimler AG, für die VW AG und so weiter und so fort. Und ja, das ist so die rechtliche Folge. Wieso ist diese hypothetische Kausalität relevant? Weil wir sagen, der Sinn des 831 ist es, den Chef zu einer ordnungsgemäßen Aufsicht anzuhalten. Man möchte also, dass jemand, der Aufgaben delegiert auf Dritte, diese zumindest ordnungsgemäß überwacht. Wenn allerdings gar nicht die fehlende Überwachung zum Schaden geführt hat, dann wäre es ungerecht, den Menschen in die Haftung zu nehmen. Das heißt, in diesen Fällen hat man die Haftung sozusagen ausgeschlossen, weil es keine haftungsausfüllende Kausalität gibt. Das Konkrete hat mich dazu geführt. Deshalb, Sie müssen widerlegen. Dazu müssen Sie einen hypothetischen Kausalverlauf darlegen und sagen, selbst ein perfekt beaufsichtigter Mensch hätte diesen Schaden verursacht. Das heißt, im Grunde, so ein bisschen Schwund ist immer. Auch bei gründlichster Aufsicht wäre das nicht passiert, wäre das Gleiche passiert. Das kann zum Beispiel bei Autounfällen mit LKW oder bei Ziegeln, die runterfallen, durchaus passieren, dass Sie sagen, ich kann ja nicht dem jedes Mal die Hand führen
Und nur weil ich hinter dem gestanden hätte, hätte ich auch nicht verhindern können, dass ein Ziegel runterfährt, fällt oder dass der beim Fahren einschläft. Das ist mir sozusagen gar nicht möglich, weil so viel Vorsorge kann ich nicht treffen. Brauchen Sie für die Klausur ein SDVG? Nein, Sie brauchen kein SDVG. Wenn SDVG-Paragraphen drankommen, werden die auf der Klausur mit abgedruckt. Insoweit, das spielt keine Rolle, aber wir sind noch gar nicht beim SDVG. Insoweit kann Ihnen das jetzt erstmal egal sein. 831.2 ist eine Norm, die sich kaum mal jemand anguckt. Und auch hier kann ich Ihnen sagen, für meine Klausur brauchen Sie die nicht. Sie sehen, da steht oben Klausur minus. 831.2 betrifft den Fall, dass Sie jemanden beauftragen, Ihre Arbeitnehmer auszuwählen und zu überwachen. Also Sie haben quasi eine Aufsichtsperson beauftragt. Und dann sagt 831.2, entbindet das den Geschäftsherrn nicht von seiner Haftung. Auch wenn er jemanden beauftragt mit der Aufsicht, ist immer noch er selber derjenige, der dafür gerade stehen muss. Allerdings haftet auch derjenige, der die Aufsicht führen sollte. Und zwar haftet er genauso, wie der Geschäftsherr selber haftet. Er muss also beweisen, dass er ordnungsgemäß überwacht hat und ordnungsgemäß ausgewählt hat oder dass seine nicht ordnungsgemäße Überwachung und oder nicht ordnungsgemäße Auswahl den Schaden nicht verursacht hat. Das heißt, dass auch bei ordnungsgemäßer Auswahl oder ordnungsgemäßer Überwachung der Schaden genauso eingetreten wird. Und auch da liegt die Beweislast bei dem beschäftigten Überwacher. Das heißt, der muss sich exkulpieren. Es ist nicht so, als ob der Geschädigte dem das nachweisen müsste. Voraussetzung dafür ist die vertragliche Übernahme der Aufsichtspflicht. Das heißt, verlangt wird, dass eine umfassende Übernahme durch einen Dritten mit eigenständiger Dokumentation erfolgt. Das ist zum Beispiel bei Bauaufsichtspersonen, die extern eingestellt wird. Es ist nicht der Fall bei Organen, also Vorstand, Aufsichtsrat und so weiter. Und auch nicht der Fall bei einfachen Angestellten. Gut, das war alles, was ich Ihnen zu 831 sagen wollte. Hier kam noch die Frage, ist bei Vorsatzverrichtungsgehilfen die Haftung des Geschäftsherrn ausgeschlossen? Nicht notwendig, denn theoretisch kann die Aufsicht ja auch vorsätzliches Handeln ausschließen. Das heißt, wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Mitarbeiter ab und zu mal Geld einkassiert, sagen wir mal, dass der Bankangestellte ab und zu mal in die Kasse greift oder dass irgendwie der Mensch, der die Garderobe verwahrt für Sie, ab und zu mal die Mäntel durchsucht und das, was drin ist, einsteckt, dann mag der vorsätzlich handeln, aber Sie können dieses vorsätzliche Handeln durch eine ordnungsgemäße Aufsicht verhindern, etwa indem Sie regelmäßig überraschend in die Garderobe reingucken und gucken, ob da jemand die fremden Sachen anfasst. Also Vorsatz alleine würde nicht immer die hypothetische Kausalität ausschließen, manchmal schon, aber nicht denknotwendig. Wo ist der Unterschied zwischen 831.1.2 zweite Variante und 831.2? 831.1 richtet sich gegen denjenigen, der der Geschäftsherr ist, das heißt derjenige, für den gearbeitet wird. 831.2 richtet sich gegen Personen, die ausschließlich Überwacher sind. Das heißt, auch da kriegen Sie einen zusätzlichen Schuldner. Sie können sich dann wenden gegen den Gehilfen selber, gegen dessen Geschäftsherrn und gegen denjenigen, den der Geschäftsherr zur Überwachung eingestellt hat. Also, Sie können sich an drei Leute wenden und die haften dann alle nebeneinander. Klar, der Unterschied. Also noch ein weiterer Schuldner dazu, damit der Geschädigte auf jeden Fall an sein Geld kommt, kann er sich wenden an den Verrichtungsgehilfen, der es gemacht hat, den Chef, der ihn eigentlich ausgewählt und eingestellt hat.
und denjenigen, den der Chef eingeschaltet hat, zur Überwachung. Das heißt, es haften ihm drei Leute auf einmal und er kriegt dadurch seinen Schaden auf jeden Fall ersetzt. Gut, wenn Sie 8.31 beherrschen, dann können wir bei 8.32 uns etwas kürzer fassen. 8.32 ist die Norm, die sagt, Eltern haften für ihre Kinder. Und die sagt im Wesentlichen, wenn Sie jemanden beaufsichtigen müssen, der nicht volljährig ist, also Kinder unter 18 bzw. Jugendliche, oder jemanden, der wegen geistigem oder körperlichem Zustand der Beaufsichtigung bedarf, das heißt Geisteskranke, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den diese Person einem Dritten widerrechtlich zufügt. Sie sehen, 832 setzt kein Verschulden voraus, denn gerade 3-4-Jährige sind ja gar nicht verschuldensfähig und jemand, der geisteskrank ist, gegebenenfalls auch nicht. Darüber hinaus setzt 832.1.1 zunächst mal auch kein Verschulden des Aufsichtspflichtigen voraus. Das kommt genauso wie in 831 erst in Satz 2. Das heißt, auch der Aufsichtspflichtige muss sich exkulpieren. Und das kann er tun, wieder in zwei Varianten. Entweder indem er nachweist, er hat seine Aufsichtspflicht erfüllt, er hat also hinreichend aufgepasst. Oder wieder die hypothetische Kausalität, dass der Schaden genauso eingetreten wäre, wenn er vernünftig Aufsicht geführt hätte. Wie viel Aufsicht erforderlich ist, richtet sich wieder nach dem Alter des zu Beaufsichtigenden. Zum Beispiel müssen Sie bei einem 3- oder 4-jährigen Kind möglicherweise mehr aufpassen, weil die mehr Unsinn machen, als bei einem 17-jährigen, der fast schon volljährig ist, dem Sie eigentlich wie einem Erwachsenen vertrauen können. Außerdem wird hier ein gewisser Erziehungsspielraum eingeräumt. Man sagt, man soll die Kinder zunehmend in Freiheit erwachsen lassen. Das heißt, eine 24 Stunden, 7 Tage Rundumbeobachtung wäre der Freiheit des Kindes abträglich. Man muss also dem Kind auch mal ein bisschen Freiraum einräumen können. Die hypothetische Kausalität können Sie sich ganz einfach vorstellen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen 17-Jährigen, der irgendwelche Graffitis auf Wände sprüht oder Autoscheiben einschlägt. Und es stellt sich heraus, die Eltern haben dem im Grunde völlig freie Hand gegeben. Dann muss man sich fragen, welche Aufsichtspflicht habe ich denn bei 17-Jährigen? Und dann sagt man, na ja, man muss mal ab und zu mal gucken und ab und zu mit ihnen sprechen. Aber selbst wenn die Eltern das gemacht hätten, wäre möglicherweise derselbe Schaden eingetreten. Dann muss man im Einzelfall prüfen, ob das so gewesen wäre und kann dann die Haftung ausschließen. 832.2 ist wieder genau wie 831.2. Auch hier, wenn sich jemand vertraglich verpflichtet, die Aufsicht zu führen, haftet zum einen der Aufsichtspflichtige, zum anderen aber auch derjenige, der die Aufsichtspflicht vertraglich übernommen hat, etwa die Nanny oder die Tagesmutter, wie man heute sagen würde, die hat sich vertraglich zur Aufsicht verpflichtet. Dann haften die Eltern und die Nanny nebeneinander. Auch da ist sozusagen die Haftung der Eltern nicht ausgeschlossen. Greift bei der Haftung nach 832 1664? Nein, es greift kein 1664, weil 1664 betrifft die Haftung der Eltern gegenüber ihrem Kind. Man kann also sagen, die Eltern müssen gegenüber dem Kind nicht sorgfältiger sein als sich selbst gegenüber. Wer also bei einer schlampigen Familie aufwächst, kann nicht erwarten, dass die auf einmal besonders gründlich sind. Sie kennen das, so Fernsehserienstoff, so Malcolm in the Middle oder irgendwie sowas dürfte das sein. 832 betrifft die Haftung gegenüber Dritten, das heißt Leuten, die nicht zur Familie gehören, also nicht das Kind selber oder die Eltern, sondern dass eben irgendwelche Nachbarn oder sonstige Personen geschädigt werden. Also in der Tat, wenn das Kind Steine auf Fenster wirft, dann können die Eltern nicht sagen, ach, bei uns ist das so üblich, sondern die werden gemessen an dem Sorgfaltsmaßstab, den der Dritte erwarten darf. Also kein Fall von 1664. So viel zum Thema Eltern haften für ihre Kinder.
eigentlich eine recht einfache Norm. Damit kommen wir klar. Für Sie als Freunde der Tiere interessant 833 BGB. 833 sagt zunächst mal, wird durch ein Tier ein Mensch getötet, also wird einer vom Löwen gefressen oder von der Giftschlange gebissen, oder der Körper die Gesundheit eines Menschen verletzt, also der Hundebiss oder die ausgekratzten Augen durch die Katze, oder eine Sache beschädigt, also der Hund, der auf die Rosen pinkelt und dadurch gehen die Rosen ein. So ist derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen. Sieht ein bisschen so aus wie bei 832 BGB. Das heißt, Eltern haften für ihre Kinder, Tierhalter haften für ihre Tiere. Dann geht es aber weiter. Die Ersatzpflicht wird hier nicht etwa pauschal ausgeschlossen, wenn Sie die Aufsicht geführt haben, sondern hier haben wir weitere Einschränkungen. Sie brauchen nämlich ein Haustier und dieses Haustier muss dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters zu dienen bestimmt sein. Für alle anderen Tiere, man bezeichnet sie auch als Luxustiere, greift diese Privilegierung daher nicht. Luxustiere sind fast alle Tiere, die Sie üblicherweise kennen. Das fängt an mit zum Beispiel der Katze, denn die Katze ist regelmäßig nicht dazu da, um Mäuse fernzuhalten, sondern in den meisten Haushalten heute eher als Kuscheltier. Oder auch der Hund, wenn er nicht gerade Blindenhund ist oder Wachhund ist, dient er ausschließlich der Unterhaltung und das ist gerade nicht privilegiert. Außerdem muss es ein Haustier sein und das schließt alle Raubtiere aus, auch wenn sie gezähmt sind. Das heißt, der Fall, dass zum Beispiel der Zirkuselefant jemanden kaputt tritt oder ein Auto kaputt tritt oder der Löwe irgendeinem den Arm abbeißt, das ist nicht erfasst, denn Löwen und Elefanten sind keine Haustiere. Haustiere sind nach der Definition des Rechtsprechungs nur zahme Tiere, die sozusagen von Anfang an zahm waren, nicht demgegenüber gezähmte Tiere, die ursprünglich mal wild waren. Also in den meisten Fällen kommen Sie dazu, dass Sie nicht privilegiert sind, aber wenn Sie privilegiert wären, wären Sie in der Tat ähnlich wie die Eltern gegenüber den Kindern privilegiert, nämlich Sie haften dann für nur dann, wenn Sie die Sorgfalt nicht beachtet haben bei der Beaufsichtigung oder wenn der Schaden auch bei ordnungsgemäßer Beaufsichtigung entstanden wäre. Gerade war noch die Frage, gibt es keine familieninterne Haftung? Doch, die gibt es. Wenn Sie mal in 1664 BGB kurz reinschauen, dann sagt 1664, die Eltern müssen gegenüber dem Kind die Sorgfalt anwenden, die sie in eigenen Angelegenheiten anwenden. Und nach 277 BGB haben sie dann mindestens grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Das bedeutet, die Eltern dürfen nicht bewusst ihr Kind verletzen, also zum Beispiel schlagen oder ihm sein Geld wegnehmen. Und sie dürfen auch nicht grob fahrlässig das Kind schädigen. Also zum Beispiel das Kind in eine Schlangengrube werfen und gucken, was passiert. Also das geht nicht. Familieninterne Haftung gibt es also, aber die ist privilegiert mit einem leichteren Sorgfaltsmaßstab. Wie bekommen Sie die Daten vom Tierhalter, wenn Sie vom Hund gebissen werden? Dann müssen Sie die Polizei rufen und die Polizei nimmt dann ein Ermittlungsverfahren auf. Im Zweifel finden Sie den Hundehalter und dann können Sie bei der Polizei Akteneinsicht nehmen, sowie der Staatsanwaltschaft und wissen dann, wer das ist. Wenn das Tier ein Luxustier ist, gilt kein vermutetes Verschulden, sondern es gilt eine Gefährdungshaftung. Das heißt, bei einem Luxustier haften Sie, ohne dass Sie sich exkulpieren können. Wenn also Ihre Katze jemandem ein Auge auskratzt, sind Sie dran und Sie können nicht sagen, oh, das war aber hier, konnte ich gar nicht verhindern, ich habe die Katze ordnungsgemäß beaufsichtigt. Es spielt keine Rolle, ob Sie auf Ihre Katze aufpassen oder nicht. Sie haften für jeden Schaden, den Ihre Hauskatze anrichtet. Es sei denn, es ist eine Nutzkatze, die Sie eben ausschließlich einsetzen, um Mäuse zu verjagen, weil Sie etwa ein Bauer sind.
Bei einem Löwenbiss brauchen Sie 833 nicht analog anzuwenden, denn 833 Satz 1 liegt vor. Der Löwe ist ein Tier und er tötet einen Menschen oder verletzt einen Menschen. Sie haben nur keine Frage von 833 Satz 2. Das heißt, beim Löwenbiss haftet auch der Löwenhalter verschuldensunabhängig für alle Schäden, die der Löwe ansetzt. Kühe sind in der Tat Haustiere. Kühe, Schafe, Schweine, weil die sind von Natur aus zahm. Die werden also nicht sozusagen wild gefangen und dann gezähmt. Kühe, Pferde, Schweine sind alles Haustiere im Sinne der Definition, weil die von vornherein zahm sind. Dann kommst du darauf an, ob sie eine Kuh halten, weil sie gerne Kühe mögen oder weil sie eben die Milch der Kuh verkaufen wollen. Der Bauer hat also die Möglichkeit der Privilegierung bei den Kühen, demgegenüber der Zirkushalter nicht. Ein Beispiel für die Ersatzausschlussfrist, zum Beispiel, es gibt den Bauern, der Bauer hat eine Weide, die Weide ist mit einem Elektrozaun umzäunt und da gehen die Kühe ein und aus, also sie sind auf der Weide und fressen. Es kommt jetzt die Familie vorbei und der Familienvater will seinem Kind die Kuh zeigen, hebt das Kind so hoch, dass es über dem Zaun ist und die Kuh beißt dem Kind in die Hand. Dann kann der Bauer sagen, ich habe alles getan, um die Gefahr meiner Tiere zu reduzieren. Ich habe einen Zaun rumgezogen und daher bestand eigentlich keine Gefahr. Dass du das Kind der Kuh quasi zum Fraß vorwirfst, ist nicht mehr mein Problem. Deshalb hafte ich nach 833 Satz 2 nicht. Wie gesagt, das geht deshalb, weil Kühe sind zahme Tiere, das sind Haustiere und die dienen dem Beruf beziehungsweise hier der Erwerbstätigkeit des Bauern. Und der Bauer hat bei der Beaufsichtigung des Tiers die im Verkehr erforderliche Sorgfalt angewandt. Sie müssen die Tiere nicht komplett beaufsichtigen. Es reicht, wenn sie in einen eingezäunten Bereich stellen und darauf vertrauen, dass sie nicht ausbrechen. Die Erwerbstätigkeit muss nicht der Haupterwerb sein. In der Tat, der Jagdhund, den Sie sozusagen für Ihre Jagdtätigkeit einsetzen, die keine Hobbyjagd ist, würde auch unter Haustier fallen. Es muss also nicht ausschließlich dem Zweck dienen. Es reicht, dass es auch der Zweck ist. Vögel würden auch Haustiere sein, aber ein Vogel, der dem Beruf dient, dürfte selten sein. Das mag bei einer Brieftaube der Fall sein, aber nicht der Normalfall. Das Haustier wird an der Zahmheit abgegrenzt, aber nicht an der Zahmheit jetzt, sondern an der von Anfang an Zahmheit. Wenn Sie ein wildes Tier einfangen und das zähmen, wird es dadurch nicht zum Haustier. Dagegen ist ein Tier, was quasi schon durch Zucht zum Haustier gemacht worden ist, also die normale Weidekuh, der normale Schäferhund oder der normale Bernhardiner als Rettungshund, das sind Tiere, die sind von Geburt an zahm. Ein Wolfshund ist damit wohl kein Hund. Wenn Sie also einen Wolf zähmen, dadurch er zum Hund wird, reicht das nicht. Bei Auffanghöfen, bei Auffanghöfen würde auch keine Privilegierung eingreifen, würde ich sagen, weil eben die Tiere nicht deren Tätigkeit dienen, sondern quasi nur von der Tätigkeit profitieren. Und jetzt kommen wir endlich zu den Fällen, die Sie immer schon haben wollten. Prüfungsschema ist, wie gesagt, einfach. Wir brauchen eine Verletzung durch ein Tier und der Anspruchsgegner ist Halter. Halter ist derjenige, der die Bestimmungsgewalt über das Tier hat und aus eigenem Interesse die Kosten des Erhalts trägt. Das heißt, derjenige, der es füttert und dem es gehört. Nicht notwendig der Eigentümer, das kann also auseinanderfallen. Und nur bei Nutztieren ist eine Exkulpation möglich. Und Sie wollten einen Fall. Ich habe Ihnen den berühmten Bernhardiner-Fall mitgebracht. Und zwar geht es um Folgendes. Die V bringt regelmäßig ihren Bernhardiner mit zur Arbeit. Die Kundin geht dann zur Kasse und der Hund schläft neben der Verkäuferin auf dem Boden. Und, okay, der ist A. Jetzt geht der Hund
Während die gerade abkassiert, schleppt er sich zur Tür und legt sich auf die Matte vor der Ladentür. Und jetzt fragen sich, was kann da noch schiefgehen? Nun, die Kundin geht zum Ausgang, quatscht noch ein bisschen über die Schulter oder telefoniert schon mit dem Handy, sieht den Hund nicht, stolpert über den Hund und verletzt sich schwer, sodass sie mehrere Tage arbeitsunfähig ist und hohes Schmerzensgeld will. Und die Frage lautet, ja, wie gehen wir damit um? Ja, wenn wir in unser Prüfungsschema von eben denken, was brauchen wir für 833 als erste Voraussetzung? Gucken Sie einfach mal ins Gesetz. Sie brauchen da kein Schema auswendig zu lernen. Erste Voraussetzung nach dem Wortlaut. Ja. Wir brauchen eine Verletzung von Körper, Gesundheit oder von Sachen. Und hier evident, sie hat sich verletzt. Damit liegt eine Körperverletzung vor. Dann brauchen wir als zweite Voraussetzung, die Verletzung muss durch ein Tier erfolgt sein. Hat sie hier ein Tier verletzt? Hat sie der Hund verletzt? Ich kann Ihnen sagen, V hat in dem Fall gesagt, er hätte ja genauso gut auch eine Getränkekiste hingestellt worden sein oder ähnliches. Das weiß man ja gar nicht, was die Ursache hier ist. Und die Rechtsprechung verlangt, das haben Sie eben auf der Folie gesehen, eine spezifische Tiergefahr. Und was ist die spezifische Tiergefahr eines Hundes? Ich kann Ihnen dazu den einfachsten Fall sagen, die Gefahr eines Hundes ist, dass der Hund einen beißt. Aber die Rechtsprechung sagt auch, zur Tiergefahr gehört, dass der Hund laut bellt und dadurch ein Radfahrer erschreckt und vom Fahrrad fällt. Auch das ist eine Tiergefahr, dass Hunde überraschend bellen. Aber wie sieht das hier aus? Ist das eine typische Gefahr eines Hundes, dass ein Hund sich vor die Tür legt und dann dadurch Schäden entstehen oder dadurch Leute drüber stolpern? V hat gesagt, der hätte ja genauso gut auch der Amazon-Mann eine Kiste hinstellen können für mich. Wer unaufmerksam läuft, der nimmt dann die Gefahr in Kauf. Das ist kein Hundeproblem, das ist einfach nur ein Stolperproblem. Ja, das OLG Hamm hat in dem Fall gesagt, Tiere zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie unberechenbar sind und quasi eben sich selbstständig bewegen können. Das gilt für andere Sachen nicht. Das heißt, meine Regale bewegen sich nicht und Kisten bewegen sich nicht. Und ich kann diese Gefahr natürlich eindämmen, indem ich die Tiere einzäune oder festleine. Wenn ich das nicht tue, realisiert sich die typische Gefahr des eigenen Willens. Und dieser eigene Wille ist bereits eine typische Tiergefahr. Das reicht aus. Interessanterweise reichen damit auch die berühmten Fälle aus. Es gibt da zum Beispiel den Fall der Prügelei in der Kneipe. Die Leute schlagen sich und einer greift zu der Katze, die auf dem Kamin liegt und wirft die Katze munter ins Geschehen. Die panikerfüllte Katze fährt ihre Krallen aus und zerkratzt demjenigen, dem sie zugeworfen wird, das Gesicht. Auch das reicht als typische Tiergefahr. Das heißt,
Die Tiergefahr realisiert sich immer dann, wenn das Tier etwas tut, was nur ein Tier kann. Und das wird sehr weit ausgelegt. Ich hatte dazu auch mal eine Klausur gestellt. Da ging es darum, jemand hat ein Krokodil gehalten in seiner Wohnung hinter einer großen Scheibe. Und dann hat er eine Party gemacht und jemand wollte auf Toilette, hat versehentlich die falsche Tür aufgemacht. Und dann stand ihm auch immer das Krokodil gegenüber. Das Krokodil hat laut gegähnt. Die wissen, wenn ein Krokodil gähnt, geht der Mund so weit auf. Und derjenige hat einen Herzinfarkt gekriegt. Auch das ist eine Tiergefahr, dass Tiere möglicherweise Menschen erschrecken. In der Tat, V könnte sich exkulpieren, wenn sie nachweist, zum einen, erster Schritt, dass der Hund ein Nutztier ist. Das heißt, der Hund als Wachhund eingesetzt wird für die Boutique, was aber im Wesentlichen auch heißen würde, dass er auch nachts da sein muss, denn da ist ja die Hauptgefahr, dass da jemand einbricht. Und zum Zweiten, dass sie ihn ordnungsgemäß beaufsichtigt hat, was so viel bedeutet wie, der hat sich noch nie da vor die Tür gelegt, damit konnte keiner rechnen. Ich habe alles getan, um zu verhindern, dass er meinem Kunden im Weg liegt. Und beides dürfte hier sehr fraglich sein. Das heißt, eine Exkulpation nach 833 Satz 2 scheidet aus. Was ist, wenn die K. Stammkundin ist und weiß, dass der Hund da manchmal liegt? Das mag im Rahmen des Mitverschuldens zu berücksichtigen sein. Auch im Rahmen von 833 greift zu 54.1. Allerdings müsste man dann eben konkret feststellen, wie wahrscheinlich das war und wie die Risikoverteilung ist. Im Zweifel würde dann immer noch der Großteil des Schadens an V hängen bleiben. Also, was ich Ihnen mit diesem Fall sagen will, ist, der Begriff der Tiergefahr wird extrem weit ausgelegt. Das heißt, alles, was aufgrund der Eigenwilligkeit des Tieres entstehen kann, weil eben das Tier einen eigenen Willen hat, ist eine Tiergefahr. Es muss sich nicht um ein typisches Verhalten des Tieres handeln. Es reicht auch einfach nur, dass das Tier etwas tut aus eigenem Willen, etwa hier ein Hindernis bilden, was natürlich eine Katze genauso gut kann, wobei natürlich der Hund, gerade hier der Bernhardiner, vielleicht ein bisschen größer ist. Das reicht schon und schon ist man dran. § 834 BGB ist im Grunde das, was wir schon in § 832 und § 833 gesehen haben. Wenn jemand die Aufsicht über ein Tier übernommen hat, also zum Beispiel in einer Hundepension oder ähnliches, haftet er neben dem Halter auch dem Beschädigten. Das heißt, dann gibt es wieder zwei. Allerdings, der Unterschied ist, der Tieraufseher kann sich auch bei Luxustieren auf die ordnungsgemäße Aufsichtsführung berufen. Das heißt, wenn Sie Ihren Hund in eine Hundepension geben, dann haften Sie möglicherweise, wenn er jemanden beißt, aber nicht der Betreiber der Hundepension, wenn er nachweisen kann, dass er den Hund richtig beaufsichtigt hat. Insofern da also eine gewisse Privilegierung gegenüber 833. Und dann will ich mit Ihnen nur ganz, ganz kurz mal einen Blick werfen auf die Gebäudehaftung. Das ist ein Themenbereich, der wahrscheinlich niemanden von Ihnen interessiert. Das ist, wenn irgendwie Ihnen Steine vom Dach auf den Kopf fallen oder wenn eine Mauer über Sie einstürzt oder die Fensterscheibe auf Sie drauffällt, dann ist das Ihre Anspruchsgrundlage. Und wenn Sie die Regelung mal ganz kurz angucken, dann haben Sie ein ähnliches Schema wie bei den anderen Anspruchsgrundlagen. Sie brauchen eine Tötung, Körperverletzung oder Gesundheitsbeschädigung beziehungsweise Sachbeschädigung. Und Sie brauchen dann Besitz des Grundstücks. Das heißt, es geht nicht um Eigentum oder Haltereigenschaft, sondern es geht um die tatsächliche Sachherrschaft im Sinne von 854 beziehungsweise mittelbaren Besitz. Voraussetzung dafür ist, dass der Einsturz durch die
fehlerhafte Errichtung oder mangelhafte Unterhaltung erfolgt. Das heißt, wenn der Ziegel runterfällt, weil da irgendwie der Blitz eingeschlagen hat, mag das exkulpierend wirken. Aber wenn das Gebäude einfach nicht gepflegt worden ist oder ein Baumangel vorliegt, haftet der Eigentümer, der Besitzer des Gebäudes für die dadurch entstehenden Schäden. Auch hier gibt es eine Exkulpation nach Satz 2, nämlich man kann sagen, ich habe alles getan, um die Gefahr abzuwenden, etwa Warnschilder oder Zäune oder Ähnliches. Die Dachlawine fällt nicht unter die Norm, wenn Sie da mal ganz kurz reingucken. Die Dachlawine ist kein Einsturz des Gebäudes oder eines mit einem Grundstück verbundenen Werkes und auch nicht die Ablösung von Teilen des Gebäudes, sondern die Dachlawine ist ja Schnee und der Schnee gehört nicht zum Haus, außerdem wohnt im Iglo, das heißt, da kommen Sie nicht raus. Wenn auf den Folien steht Klausur minus, heißt das, dass das, was auf dieser Folie steht, nicht klausurrelevant ist. Deshalb steht das da und deshalb müssen Sie das nicht lernen. Kollidiert das nicht mit 535? Grundsätzlich ist der Vermieter für die Instandhaltung verantwortlich. Allerdings haftet hiernach sowohl der Vermieter als auch der Mieter. Im Innenverhältnis kann der Mieter sich aber an den Vermieter halten, denn der hätte den Mangel beseitigen müssen. Ein umfallender Baum ist auch kein Gebäude oder mit dem Grundstück verbundenes Werk. Das heißt, Naturgegenstände fallen auch nicht unter 836 BGB. 836.2 sagt sogar, Sie können sich an einen früheren Besitzer wenden, wenn der sozusagen auch schon den Schaden hätte verhindern können oder der spätere Besitzer sozusagen schuld ist, weil er nichts getan hat. Ansonsten haften alle Beteiligten. Dann zum Thema Mieter, 836.3. Besitzer ist nur der Eigenbesitzer und Sie erinnern sich alle, Eigenbesitzer ist derjenige, der nicht als Besitzmittler besitzt. Das heißt, derjenige, der hier sagt, ich besitze für einen anderen, ist raus. Wer dagegen Pächter ist, besitzt üblicherweise auch teilweise als Eigenbesitzer und der kann dann möglicherweise in die Haftung genommen werden. 837 ist die Sonderkonstellation, dass jemand nur Besitzer eines Gebäudes ist und nicht Besitzer des Grundstücks. Und 838 ist dann die Parallele zu 831.2 und 832.2 und 834, nämlich dass jemand den Unterhalt übernimmt, das heißt, jemand die Verpflichtung übernimmt, das Gebäude zum Verkehrsschutz zu unterhalten. Staatshaftungsrecht gibt es eine eigene Vorlesung, kann ich Ihnen nur sagen, es gibt eine Regelung zum BGB, nämlich 839 und da steht drin, wenn Beamte Amtspflichten verletzen, so haften sie für den daraus entstehenden Schaden und zwar auch dann, wenn keine Rechtsgüter verletzt sind, das heißt, wenn Ihnen der Staat Sachen entzieht oder Ihnen nicht Zuschüsse zahlt, die Ihnen zustehen, können Sie da Schadensersatz verlangen. Allerdings ist der 839 im Wesentlichen eine Privilegierungsnorm, denn nach 839.1.2 ist die Haftung des Beamten subsidiär gegenüber der Haftung von irgendwelchen anderen. Wenn Sie also einen Unfall haben mit Polizeiwagen, Normalfahrzeug und Fußgänger, dann kann die Polizei sagen, wir haften für nichts, wend dich mal an den anderen Fahrer. 839.2 ist die Privilegierung für Richter und da steht im Wesentlichen drin, ein Richter haftet nur für Rechtsbeugung und für Untätigkeit, wenn er also seinen Job gar nicht macht oder zu langsam macht. 839.3 sagt zudem, Sie haben den Vorrang des Primärrechtsschutzes. Sie müssen also zunächst zum Verwaltungsgericht gehen und versuchen, da Rechtsschutz zu erlangen. Sonst haben Sie eben keinen Schadensanspruch. Wer sich nicht gegen die ursprüngliche Maßnahme gewehrt hat, kann dann auch keinen Schadensersatz vom Staat verlangen. 841 regelt dann die Privilegierung im
Innenverhältnis, wenn nämlich es um eine Geschäftsführung für einen Dritten geht, dann haftet der Staat nur im Innenverhältnis, wenn der andere zahlungsunfähig ist. Ansonsten haftet derjenige, der beaufsichtigt wird, vorrangig. Wenn also zum Beispiel das Gesundheitsamt zuständig ist für die Überwachung der Lebensmittelgesundheit in Restaurants und Sie kriegen Lebensmittelvergiftung, haftet der Staat nur subsidiär im Innenverhältnis, wenn eine konkrete Pflichtverletzung nachweisbar ist. Und Sie kennen auch alle schon Artikel 34 Grundgesetz aus Ihren Staatsrechtsvorlesungen. Beamte haften im Außenverhältnis gar nicht, sondern die Verantwortlichkeit trifft ausschließlich den Staat bzw. die Körperschaft, für die der Beamte tätig ist. Das heißt, wenn ich hier irgendwas Böses mache, haftet primär erstmal der Freistaat Bayern und zahlt meine Schadensansprüche. Allerdings kann der Staat Bayern sich bei mir das Geld wiederholen, wenn ich vorsätzlich Delikte begehe oder grob fahrlässig. In allen anderen Fällen also bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Freistaat Bayern dagegen allein. Und das Ganze wird entschieden im Zivilrechtsweg, das heißt nicht bei den Verwaltungsgerichten, sondern bei dem normalen Landgericht nach § 72 GVG. Wenn wir hier über Beamte reden, dann gelten die Regeln entsprechend auch für die Angestellten. Das heißt, auch da springt der Staat ein. Wer also studentische Hilfskraft ist oder wissenschaftliche Mitarbeiter in der Uni, auch der riskiert nicht, dass er oder sie persönlich haftet. Auch da übernimmt der Staat die Haftung. Letzte Norm im Schadensersatz oder im Deliktsrecht des BGB, 839a. 839a ist eine völlig verwirrende Norm. Die sagt im Wesentlichen, dass wenn das Gericht einen Sachverständigen bestellt hat und der ein falsches Gutachten erstellt, er für die Schäden haftet, die daraus entstehen. Allerdings haftet der Sachverständige nur, wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch handelt. Und derjenige, der den Schaden leidet, muss vorrangig versuchen, da Rechtsbehelfe gegen einzulegen. Das heißt, eine erneute Anhörung durchführen, möglicherweise Berufung einlegen oder Revision. Wenn er das nicht tut, kann der Sachverständige sagen, mein Verhalten war ja gar nicht kausal. Du hättest dir selber helfen können. Damit haben wir das Deliktsrecht des BGB erledigt und Sie denken, jetzt haben Sie es endlich hinter sich. Aber das ist leider nicht der Fall, denn wir werden uns ab nächster Woche beschäftigen müssen mit der Gefährdungshaftung, die dummerweise nicht im BGB geregelt ist, sondern im Produkthaftungsgesetz und im Straßenverkehrsgesetz. Ich will heute nur in den letzten 2 Minuten einen kurzen Überblick geben. Wir haben 2 Tatbestände zu besprechen. Einerseits den § 7 StVG und andererseits den § 1 Produkthaftungsgesetz, PROTHG. Und denen ist gemeinsam, dass sie eine verschuldungslose Haftung regeln. Es gibt weitere Tatbestände, zum Beispiel im Impfschädengesetz, gerade aktuell, oder im Atomhaftungsgesetz. Aber das ist nicht Examenstoff und daher lassen wir das raus. Gefährdungshaftung dient vor allen Dingen dazu, dass man bestimmte Tatbestände zwar zulässt, aber sie mit einer Haftung verknüpft, weil sie generell gefährlich sind, aber sozial vorteilhaft. Das betrifft zum Beispiel Autofahren. Autos sind per se gefährliche Werkzeuge und verursachen erhebliche Schäden. Trotzdem ist schnelle Fortbewegung wichtiger als ein Verbot. Daher darf man Autofahren, haftet aber. Genauso bei Atomkraft. Atomkraft ist gefährlich, aber wenn es schief geht, haften sie verschuldensunabhängig. Oder Flugzeuge und so weiter. Alles, was gefährlich ist, ist generell erlaubt, aber man haftet, wenn es schief geht. Sie brauchen kein Verschulden.
für eine Gefährdungshaftung. Sie brauchen auch keine Rechtswidrigkeit, sondern es wird stattdessen geprüft, ob sich die konkrete Gefahr realisiert hat. Und sie brauchen auch keine Adäquanz, denn die Gefährdungshaftung soll gerade auch vor unvorhergesehenen und unvorhersehbaren Gefahren schützen. Stattdessen wird nur der Schutzzweck der Norm geprüft. Die Gefährdungshaftung ist nicht in einem Gesetz geregelt. Es gibt auch kein einheitliches Prüfungsschema, sondern es gibt Einzeltatbestände. Und diese Einzeltatbestände sind abschließend, das heißt nicht analogiefähig. Im BGB haben wir schon gesehen, 833 Satz 1, die Haftung für Luxustiere ist verschuldensunabhängig. Und außerhalb des BGB müssen Sie nur kennen den Paragraphen 7 Straßenverkehrsgesetz und den Paragraphen 1 Produkthaftungsgesetz. Außerhalb des BGB gibt es in aller Regel Haftungshöchstgrenzen. Das heißt, da steht drin, man haftet nur bis zu einem Gesamtbetrag von X. Und zum Teil gibt es auch eine Pflichtversicherung. Das kennen Sie alle vom Auto. Beim Auto ist jeder Autofahrer zum Abschluss einer Versicherung verpflichtet, damit man da auch einen Schadensersatz kriegt. Die Folien stehen bei Elias schon drin, allerdings an der falschen Gliederung. Wenn Sie gucken, im Deliktsrecht stehen die oben schon drin. Gut, dann noch zum Abschluss zwei Fragen, die eben kamen. Ja, den Termin am 29.06. 14 Uhr ST machen wir jetzt fest. Das schreibe ich gleich auch nochmal in den Plan bei StudIP und gebe es nochmal bekannt. Die 844, 845 BGB machen wir noch. Wenn Sie den Plan gucken, reden wir über das Folgenrecht des Schadensersatzes erst später. Dazu gehören auch 830 und 840, die wir auch ausgeklammert haben. Wir haben jetzt nur die Anspruchsgrundlagen besprochen, nicht die Rechtsfolgennorm, also auch nicht über 249 folgende, aber die haben wir auch schon im Grundkurs gemacht. 844, 845 sind Rechtsfolgennormen, die 249 folgende ergänzen, die kommen erst später dran. Gut, weitere Fragen? Alle anderen Sachen kommen, ja, keine Sorge. In der Klausur werden die Anspruchsgrundlagen angegeben, weil ich ja Ihnen schon gesagt habe, sonst prüfen Sie viel zu viel. Ich will keine Klausur, wo 280 geprüft wird, sondern es geht halt um Ansprüche aus Paragraphen 683 folgende, 677 folgende, 812 folgende oder 823 folgende, beziehungsweise Produkthaftungsgesetz und SDVG, die ich dann aber abdrucken würde, wenn Sie dran kämen, weil die SDVG-Normen ja nicht in dem BGB-Text drin sind. Das heißt, es würde genau stehen, was hier geprüft wird. Sie kriegen zwei kurze Fälle und die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten. Es gibt wirklich nur eine beziehungsweise in einem Fall möglicherweise zwei. Das heißt, die müssen die dann auch wirklich alle prüfen. Die müssen also keine Auswahl treffen, weil es geht ja hier nicht um statt oder neben der Leistung, sondern es geht um Ansprüche, die nebeneinander Anwendung finden. Gut, dann mache ich jetzt weiter. Gleich haben wir diese Sitzung, wo es um die Schwerpunktbereiche geht. Und danach mache ich dann weiter an dem Skript und den Fällen. Also